Das kommt von erste Mal als Kind habe ich immer mit Farben gespielt, habe ich auf dem Wand gezeichnet und das ist geblieben. Habe ich zwei Träume. Eine war eine Entwickler oder Erfinder und die andere war Künstler. Und Künstler habe ich schon gemacht und die andere Träume möchte ich in Zukunft machen. Also Wal und Delfine ist eine Säugetiere, waren auf der Erde gelebt und danach entschieden auf einen Grund, wir wissen nicht warum, im Meer zu wohnen oder zu leben. Und ich finde dieses Thema total begeisternd für mich. Tierwelt ist für mich eine Inspirationsquelle und ich sage immer, wenn wir verloren ein Tier, wir verloren eine Idee. Für jedes Tier muss man gucken und wissen, wie läuft das mit die Anatomiewissenschaft und wie passt das mit einem Bild. Ich benutze die Acrylfarben und Mixed Media und verschiedene Materialien. Sand und Steine sozusagen, das ist ein Material aus der Natur. Und ich finde, diese Materialien mit meinen Werken vereinbaren sind. Als Kind habe ich viele Museen in Damaskus besucht. Die hat viele Sammlungen aus verschiedenen Zivilisationen. Und war das erstaunlich. Also, das erste Mal war ich im Zoologischen Museum in Göttingen und es gibt ein großes Skelett von einem Wal und war das eine große Inspirationquelle für mich. Also, das ist eine große Stolz, ja, sozusagen neben einem großen Wal ein Bild zu machen. Also ich arbeite in Graz und ich bin ein Gasthörer in Göttingen Universität. Ich weiß nicht, was passiert in Zukunft, aber ich möchte auf jeden Fall in die ganze Welt reisen und Ausstellungen machen.